Wir müssen für diesen Konsens die unnötigen, vergiftenden Konflikte abräumen, die uns das verhindern. Weil das, letztes Beispiel Infrastruktur, ich muss berufsbedingt oft auf Anhörungen zu Pumpspeicherkraftwerken und Stromleitungen etc., wo ich hin will, übrigens auch bei CO2-Lagerstätten, die ich auch für eine gute Idee halte. Das Problem dieser Debatte ist, dass die Kernenergiedebatte der Jahre 2009, 10, 8 hat uns 5 Jahre gekostet, weil die Akzeptanz an solchen Standorten durch diese Debatte vergiftet worden ist. Und deswegen müssen wir das abräumen, um die anderen Konflikte, die uns alle noch bevorstehen, das klingt alles so gut, die stehen uns alle noch bevor, um da sozusagen was hinzukriegen. Und deswegen darf man auch nicht versuchen, Klimaschutz und Kernenergieausstieg mit neuen Kohlekraftwerken sozusagen wieder zu kontaminieren. Das ist, glaube ich, der Punkt. Ohne diese übergreifende Vision wird es nicht funktionieren, das Geld zu kriegen und die Eingriffe in die Besitzstände durchzustehen. Dankeschön für das Wasser, was ja auch auf die Mühlen sein kann. Herr Vassiliadis. Wenn Sie dann noch Ihre eigene Sprache ein wenig anpassen, dann klappt das auch mit dem wenigen Vergiften. Also ich glaube, dass wir heute auch bei der Frage Ersatz, Sie haben das ja vorhin auch noch mal gesagt, Frau Müller, Ersatz für einen etwaigen Ausstieg eben auch ganz realistisch bleiben müssen. Da kann man ja auch über effiziente Formen nachdenken. Aber ich glaube, dass diese 1-0-Logik, die da gerne durchkommt, eher problematisch ist. Ich habe an den Hüter eine Frage. Was wir heute gehört haben, waren unterschiedliche Szenarien, was sozusagen die Energiewende kostet, ob sie als Investition zu sehen ist, wann sie als Payback zurückläuft. Also wie muss man mit den Investitionen, den Kosten, die diese Gesellschaft insgesamt aufzuwenden hat? Ich glaube, das ist klar, dass das kein Nullsummenspiel ist. Wie geht man damit um? Und meine Frage an Sie ist, können Sie das auch mit weiteren Themen, in denen diese Gesellschaft Modernisierungsbedarfe hat, sozusagen in Korrelation stellen? Also es klingt ein bisschen, im Moment ist gerade das Energiethema sozusagen das Erste. Aber dieser Gesellschaft unter ethischen Gesichtspunkten reden wir über Bildung, wir reden über Infrastrukturbedarf und so weiter und so weiter. Also ich sage mal Lebensqualität im weiteren Sinne und Generationengerechtigkeit im weiteren Sinne. Wie sehen Sie sozusagen den öffentlichen Investitionsbedarf, Payback-Raten und der Verdrängung von anderen gesellschaftlichen, auch aus ethischen Gesichtspunkten wichtigen Investitionsfeldern? Ui, ja, das ist ein Forschungsprogramm, was Sie abfragen. Aber in der Tat ist ja wichtig, dass wir das, was wir hier diskutieren, als ein Teil einer Zukunftsstrategie zu begreifen haben. Und wir werden eine konkrete Zahl beispielsweise für irgendeine Form des Energieumbaus ja nur dann auch haben können, wenn einfach mal ein Datum fixiert ist für eine Nullszenario, wo man sagt, der Zeitpunkt, nehmen wir mal die 2020 oder nehmen wir einfach mal den alten Ausstiegsbeschluss, also das alte Gesetz, das bis zum Oktober 2010 galt. Und dafür haben wir ja Rahmenbedingungen und was bedeutet es, die gesicherte Leistung entsprechend darzustellen. Was sicherlich nicht geht, und ich glaube, da muss man als Erstes sich vorhüten, davon auszugehen, es gäbe irgendwelche Münchhausen-Theorien, die uns helfen. Also es gibt ja jetzt auch im Markt irgendwelche Vorstellungen, dass das alles schon so schnell sich refinanziert, dass wir es morgen schon haben. Das wird nicht gehen. Ich glaube, die Hinweise auf die Netzinfrastruktur in dem Bereich, die Speicherthematik, der Ersatzbedarf, wir werden ohne Gaskraftwerke und wir werden auch wahrscheinlich ohne mit CCS-Technik kombinierte Kohlekraftwerke auch in einer Übergangsphase nicht ausgehen. Wir werden zumindest Effizienzsteigerung brauchen, haben wir entsprechenden Investitionsbedarf. Das nun abzugleichen, und letztlich ist ja immer eine gesellschaftliche Debatte. Welche Investitionsbedarf haben wir in Bildung? In Bildung haben wir einen großen Vorteil. Bildung hat einen großen Vorteil der demografischen Rendite. Dass wir allein durch die kleiner werdenden Kohorten im System, ohne dass wir zusätzlich Geld reingeben können, die Bildungsausgaben pro Kopf hochfahren können, wo wir eigentlich nicht zusätzlich wirklich Geld groß hineinspeisen müssen. Das ist der große Unterschied. Bei der Frage Infrastruktur insgesamt stehen wir eher vor der Frage nicht der Qualität der Aufrechterhaltung, sondern wie stellen wir Infrastruktur in der Fläche bei unterschiedlichen demografischen Profilen dar. Also wie sichern wir in Räumen mit sinkender Bevölkerung ein Angebot, das entsprechend verlässlich ist, mit Blick auch auf die Vergleichbarkeit der Lebensverhältnisse. Also ich glaube, was man nicht tun sollte, ist die Dinge gegeneinander stellen, sondern sagen, es sind alles Zukunftsaufgaben. Und ich würde die Überschrift wählen, es sind alles Ressourcenfragen. Demografie ist eine Ressourcenfrage, Energie ist eine Ressourcenfrage, Bildung ist letztlich eine Ressourcenfrage, mit der wir umzugehen haben. Und dann muss es einfach um die Verlässlichkeit gehen. Da hat auch Frau Müller darauf hingewiesen, die Verlässlichkeit und auch klare Zeitprofile, was nicht geht, dass wir alle halbe Jahre die Zeitprofile vor und zurückschieben. Ich glaube, das muss das Ergebnis auch dieser Debatte sein. Und vielleicht noch zurückbinden an das, was Sie gefragt haben, Herr Glück. Ich glaube, wir werden auch die öffentliche Debatte, ich sehe die nicht als kontaminiert an, wir werden die bewegen können, wenn wir einfach auch vollständige Geschichten erzählen, wenn wir sagen,
Da gibt es Probleme, ja. Und wenn wir nicht jemanden schon diffamieren, wie es aus der Bundesregierung heraus ja auch geschieht, der auf die Probleme hinweist und ihn als Verhinderer beschreiben, sondern wir werden realistische Analysen machen müssen. Und wenn wir die machen, können wir die auch darstellen. Nur wenn wir glauben, wir könnten der Bevölkerung Münchhausen-Theorien erzählen, Dinge finanzieren sich selbst, wie die jüngste Greenpeace-Rechnung, das geht nicht. Und da würde ich sagen, werden wir die Debatte nicht bewegen können. Also eine offene und eine umfassende Debatte. Aber nicht gegeneinander stellen, sondern die Dinge letztlich in eine Gesamtstrategie überführen. Dankeschön, Herr Hüther. Mit dem Begriff demografischer Rendite habe ich so ein bisschen Schwierigkeiten, weil der eine Beschönigung eines eigentlich dramatischen Sachverhaltes ist. Es ist ein Euphemismus, ne? Denn na gut, aber das ist eine andere Debatte. Herr Fischer. Ich habe eine Frage an Herrn Hüther. Ich war ein bisschen überrascht, dass Sie vorhin eigentlich sehr defensiv agiert haben. Ich sage noch mal das Beispiel Freiburg aufnehmen. Verbraucher erzeugen einen Druck. Dadurch entsteht Innovation früher als woanders. Das wird eine Erfolgsgeschichte. Man macht Energieeffizienz, Management und Erzeugung und hat eigentlich einen Erfolgsweg und keinen Sonderweg. Also das Wort Sonderweg finde ich sehr problematisch, einen Erfolgsweg. Da müsste doch eigentlich die deutsche Industrie schreien, Hurra, wir gehen auf solche Erfolgswege. Und ich habe vorhin bei Ihnen so wenig Hurra gehört und so sehr viel Bedenken. Können Sie das noch mal erläutern, warum so wenig von dem Hurra zu hören war? Vielleicht hängt das damit zu, dass ich kein Preuße bin, sondern Rheinländer, aber Spaß beiseite. Nach Alarv oder sowas. Aber für mich ist das im Grunde auch so selbstverständlich. Herr Salomon hat auch so darauf hingewiesen, dass es die Konsumenten waren oder die Bürger führten. Ja, natürlich, die marktwirtschaftliche Ordnung ist vom Konsumenten her gedacht. Die Konsumentensouveränität ist die zentrale Steuerung. Das heißt, wir brauchen den kompetenten, den informierten, den souveränen Konsumenten, der auch eine entsprechende Perspektive hat. Da können wir fragen, ob das alles überfüllt ist und erfüllt ist. Deswegen machen wir Verbraucherschutz und viele Dinge. Das ist der Anker. Und letztlich ist es ja auch richtig, dass wir eine solche Debatte, wie wir sie heute führen, als eine Anregung für den gesellschaftlichen Diskurs. Also ich sehe das im Sinne von Hannah Arendt als einen Beitrag zur Gestaltung des öffentlichen Raums. Eine offene Debatte, eine Debatte, die einen gemeinsamen Sinn für ein gemeinsames Interesse entwickelt. Und in der Ökonomie ist es einfach so, wenn die Konsumenten sich in ihren Präferenzen, in ihren Einschätzungen verändern, werden Unternehmen reagieren. So tun sie es, sonst hätten wir nicht die Wirtschaft, wie sie ist. Und sie wird auch Anpassungsleistungen erbringen, da bin ich auch relativ optimistisch. Die Frage ist nur, ob wir überall so sagen können und rettet dann immer am letzten Ende die deutsche Ingenieurkunst. Natürlich haben Kostenstrukturen auch etwas damit zu tun. Also es ist ja nicht so, dass wir völlig aus einer kostenneutralen Debatte heraus die deutsche Wirtschaft international erfolgreich machen. Die deutsche Wirtschaft ist deshalb erfolgreich und bringt Einkommen, weil sie Produkte, Industrieprodukte mit Dienstleistungen kombiniert, hocheffizient auf die Weltmärkte bringt. Weil sie genau das macht, was sie sagen, nämlich keine standardisierten Produkte. Dann können wir nämlich nicht erfolgreich sein, musste sich niemand wundern, dass eine Handyproduktion in Deutschland nicht zu halten ist. Das ist nichts, was zu differenzieren ist. Wir sind erfolgreich mit Differenzierungsleistungen, bezogen auf die Kunden. Insofern ist unser Erfolg davon abhängig. Und wenn klar ist, welche Perspektive die Gesellschaft für ihre Energieversorgung hat, die kann man als Ökonom ja nicht benennen, das ist ja nicht meine Aufgabe, es ist ein Werturteil, das die Gesellschaft zu identifizieren hat. Und daraufhin werden gesetzliche Vorgaben definiert. Dann wird der Strukturwandel, da bin ich sehr sicher darauf, das auch gestalten und die Antworten geben. Die Frage ist nur, und das haben Sie vielleicht als Bedenken identifiziert, ob wir sinnvollerweise großen Zeitdruck hineingeben. Ob es nicht auch ethisch zweifelhaft ist, einfach mal aus einer sozusagen anderen Bewertung eines Vorgangs, der woanders stattfindet, hier jetzt einen Zeitdruck hineinzubringen, der im Grunde eine Überforderung der Anpassungsleistung darstellt. Strukturwandel, das war mein Hinweis, springt nicht. Und es wäre die erste industrielle Revolution, die politisch angekündigt und politisch in Anstoß gebracht worden wäre. Industrielle Strukturveränderungen haben zu tun mit Anpassungsleistung von Unternehmen aufgrund von veränderten Knappheiten, aufgrund des Durchwirken von Innovationen und auch des Nicht- zu Kenntnisnehmens von Innovationen. Es gibt auch hinreichende Innovationen, die nie zu Produkten wurden, weil sie die Nachfrage nicht gefunden haben. Also, das, was Sie es gibt hinreichend Belege dafür. Das, was Sie beschrieben haben. Der Bereich hat doch in hohem Maße staatliche Signale. Ja, ich bezweifle das doch nicht. Ich bezweifle das doch überhaupt nicht. Es gibt Bereiche, wo der Staat Infrastrukturaufgaben hat, wo er im Bereich der Daseinsvorsorge und die Kommunen sind Auftragnehmer der Daseinsvorsorge entsprechendes gestaltet. Insofern nochmal, wenn die Gesellschaft zu dem Beschluss kommt,
dann wird sie Rahmenbedingungen definieren, dann wird sie auch über das Geld zu befinden haben, was sie beispielsweise in der energetischen Gebäudesanierung bereitzustellen hat, und dann werden die Prozesse in Gang kommen. Das, was Herr Hindriss ja beschreibt, sind ja Reaktionen auf veränderte Notwendigkeiten, auf veränderte Preissignale. Aber das macht mir am Ende wenig Sorge. Das wird immer gelingen. Deswegen brauche ich da, das Hurra ist bei mir immer mitgedacht. Nur die eigentliche Frage ist, ist es jetzt sinnvoll, den Zeitdruck, wo wir ja wirklich nur über Reststrommengen reden. Ich sage es noch einmal, wir reden über die Reststrommengen, die wir zubilligen oder die wir nicht zubilligen und damit sozusagen einen Handlungsdruck auslösen, der möglicherweise manches auch dann an Kosten gesellschaftlicher Art mit sich bringt, die wir vielleicht am Ende vermeiden. Man kann sich natürlich auch auf eine relativ naive Verbrauchersicht stellen und sagen, wenn über 80% der Kunden sagen, ab einem bestimmten Zeitpunkt wollen wir dieses Produkt nicht mehr, dann muss natürlich derjenige, der dieses Produkt anbietet, entsprechend reagieren. Und man soll ja vielleicht auch positiv denken, dass, wenn Verbraucher sich äußert, das ja eine positive Interaktion erstmal ist. Aber das, was mir in dem Zusammenhang immer auffällt, ist, dass jeder, der wirtschaftlich, Klammer auf, großwirtschaftlich getrieben ist, stellt sofort die Frage, wie ist der Return of Investment, lohnt sich das? Wenn wir mit unseren Kunden sprechen, kommen die Fragen definitiv anders. Die kommen, was macht das, was bringt das, fühle ich mich besser dabei und lohnt es sich auch? Und wir haben sicherlich ein paar Fehlsteuerungen, wo versucht wird, mit der falschen Technologie, habe ich ja eben schon mal gesagt, große Kraftwerke zu ersetzen. Wenn Sie die mal netto abstreichen, die Leute, und ich denke, da sind viele hier auch im Raum, die genauso denken, die würden in ihren Gebäuden lieber in Freiburg angesiedelt sein mit den entsprechenden Techniken als woanderswo. Und deswegen möchte ich da nochmal so ein Perpetuum formulieren und sagen, lassen Sie uns das Problem aufteilen. Wir haben Fabriken, das ist eine Situation. Wir haben Gebäude, Lebens- und Arbeitsstrom, das ist eine andere Situation. Und wir haben Verkehr. Und für diese Dinge und Infrastruktur müssen wir angepasste Lösungen finden. Und die werden in der Summe auch die Industrie und auch die großen Energieversorger nicht überfordern, eine geplante Veränderung in einer Energielandschaft herbeizuführen, so wie wir sie wollen. Danke für dieses Zwischendrängeln, Herr Hindriss. Kardinal Marx. Ja, der Zeitdruck, Herr Hüter, ist ja jetzt zwar scheinbar in Gang gekommen, aber es gab ja vorher einen Konsens. 2020 ist nicht eine Zahl, die jetzt so ganz abwegig war. Also man kann eigentlich nicht davon sprechen, dass das eine ganz neue Entwicklung wäre. Sie hat eine neue Dynamik bekommen, das ist richtig. Und wir müssen uns eben jetzt auch umfassender unterhalten über die Frage, wie wir zu neuen, das haben wir heute Morgen ja schon gesagt, zu neuen Leitbildern kommen. Und das war mein Punkt, den ich einfach einwerfen wollte und vielleicht auch eine Schneidewind noch mal frage. Konflikte und Konsens, beides gehört eigentlich zur Demokratie dazu. Das haben wir jetzt auch, glaube ich, mehrfach gesagt. Also ich will jetzt keine demokratietheoretische Debatte, aber sie wird ja doch etwas geführt jetzt. So im Rahmen unseres Diskussionsprozesses sagen wir, das könnte ein Beispiel sein. Und da gefällt mir nicht ganz, dass Sie so ein bisschen kritisch der Politik gegenüber sind und sagen, wir brauchen Kommissionen. Also ich will nichts gegen unsere Kommission sagen, im Gegenteil, das gefällt mir ganz gut. Aber das ist jetzt nicht der Punkt, sondern ist es so, dass wir wirklich langfristig, nachhaltig Szenarien politisch in Gang bringen können, nur wenn wir außerhalb der Politik Institutionen haben, die langfristig denken. Und da bin ich der Meinung, das wäre eine Verabschiedung der Politik. Die Politik muss auch gerade die Gestaltung der Gesellschaft nach Leitbildern mit in Gang bringen und nicht nur reagieren kurzfristig auf Dinge, sondern muss langfristig was in Gang bringen. Dann können andere Institutionen, zivilgesellschaftliche Debatten helfen, Reaktionen aus der Bevölkerung, aber irgendwo ist die politische Verantwortung letztlich, das Gemeinwesen auch zu führen. Und das möchte ich nicht ganz an andere delegieren. Aber das nochmal als Frage an Sie, weil Sie mit den anderen Institutionen da so stark das nochmal hineingebracht haben. Ich meine, worum es ja letztlich geht, ist die Schaffung von Legitimationsmechanismen für politische Entscheidungen. Und in der Herausforderung befinden wir uns ja, dass unser bestehendes Institutionengefüge nach dem Krieg entstanden, wie wir Demokratie organisiert haben, damals basierte auf einer starken legitimatorischen Basis. Und diese legitimatorische Basis nun zunehmend verschwunden ist, aber wir weiterhin mit den gleichen Institutionen arbeiten, um Politik zu legitimieren. Und darum geht es in der Anpassung. Das heißt,
heißt, auch in Zukunft braucht es weiterhin klare politische Akzentsetzung, aber gekoppelt mit Institutionen, die das herstellen. Also, und dazu gehören jetzt diese Elemente in der direkteren Demokratie, wie wir sie diskutieren. Da gehört dann durchaus auch zu, dass eine Bundesregierung, wie wir sie haben, wie sie Mitte, Ende Juni hier eine Entscheidung treffen muss, vor der Entscheidung ein solches Konsultationsgremium einsetzt, um danach klare und starke Entscheidungen zu treffen. Das ist doch das Problem gewesen des Energiekonzeptes vorher. Da hat man einen Studienauftrag gegeben, die wurde gemacht und dann ist innerhalb von wenigen Tagen die politische Entscheidung durchgeboxt worden. Und das zerstört natürlich jegliche Legitimationsgrundlage. Die Entscheidungen, die Ende Juni fallen werden, werden durch die Arbeit dieser Kommission vermutlich eine andere Legitimationsbasis haben. Und darüber müssen wir nachdenken, wie diese Legitimationsmechanismen in Zukunft aussehen können. Dankeschön. Frau Müller, höchstens eine Minute und Herr Mattes höchstens eine Minute. Ich finde, wir machen es uns zu einfach, wenn wir sagen, wir haben A, nur das Thema Kernenergie gehabt und wenn das wegfällt, dann ist der gesellschaftliche Konsens schon da und B, wenn wir glauben, ganz Deutschland besteht aus Freiburg. Ich will das jetzt wirklich offen sagen, eine wunderschöne Stadt. Aus Berlin heraus zahlen die Mieter, in der Hauptsache Mieter, 280 Millionen Euro jedes Jahr an Eigenheimbesitzer, an Landwirtschaft und so weiter für Photovoltaikanlagen. Der Bürgerinitiative im Schwalm-Eder-Kreis, da liegen 8000 Einsprüche gegen eine Übertragungsnetzleitung vor. Der ist nicht glaubhaft zu machen, dass die haben von dieser Übertragungsnetzleitung nichts aus ihrer Sicht heraus. Und Verhaltensänderung, das haben wir jetzt an mehreren Stellen rausgearbeitet, hat ja immer auch was damit zu tun, dass man jetzt sieht, ich habe direkt etwas davon. Und wir werden in ganz vielen Fragen vor dem großen Problem stehen, dass der persönliche Nutzen nicht gesehen werden wird, sehr abstrakt ist bei dem Thema Energiewende. Wir es aber brauchen von Menschen, die ansonsten an entscheidenden Stellen diese Energiewende wirklich verhindern können. Ich sage das nicht, um das nicht zu wollen, sondern ich sage es nur, weil wir es täglich in unserer Unternehmenspraxis erleben, dass wir wirklich um Meter und Meter kämpfen, um diese Energiewende voranzubringen. Ich habe das auch jetzt nicht als Bedenken aufgenommen, sondern eher als Appell an anderen Orten. Es stört so ein bisschen jetzt gerade einen fast österlichen Frieden, wenn ich das mal so sagen darf. An anderen Orten einfach noch mehr Engagement an den Tag zu legen. Eine Minute, Herr Mattes. Nur einen ganz konkreten Vorschlag. Also ich denke auch nicht, dass das mit der Kernenergiefrage alle Konflikte ausgelöst werden, aber es ist einer weniger. Was wir aber brauchen für diese Debatte ist Transparenz. Die Situation, in der wir doch heute sind. Wir bewerfen uns mit Gutachten gegenseitig, ob das jetzt alles 1,5 oder 0,5 und all die Leute, die Modelle betreiben, wissen doch ganz genau, an welchem Input-Parameter sozusagen diese Ergebnisse bestimmt werden. Wir machen sozusagen die DENA-Netzstudie mit Herrn Kohler. Versuchen Sie mal als Wissenschaftler die Daten zu kriegen, um das nachzurechnen. Sozusagen, das ist nämlich ein Closed-Shop der Übertragungsnetzbetreiber und ein paar Clubs. Aus diesen Closed-Shops werden aber Gesetze gemacht, auf deren Grundlagen Enteignungen vollzogen werden. Und wenn es uns nicht gelingt, sozusagen diese Transparenz in einer ganz anderen Art und Weise hinzukriegen, dann wird das nicht funktionieren. Wir haben in der vorletzten Kernenergiedebatte mal das Institut der Parallelforschung gehabt, wo wir versucht haben, die strittigen Punkte durch Clearingstudien rauszukriegen und nicht jeder sich sein Gutachten zu nehmen. Und wir leben ja auch davon, das zu machen. Wenn es uns nicht gelingt, diese Transparenz herzustellen, inklusive der Kostentransparenz von Herrn Hamprecht, wird das nicht funktionieren. Und da brauchen wir aber einen ganz neuen Ansatz. Am Ende müssen wir doch Ziele festlegen, Prozessregeln definieren und solche Prozesse fahren. Und wir können, wenn ich mit dem Auto von hier nach Dortmund fahre, dann kann ich mir jetzt auch nicht überlegen, an welcher Stelle ich wie viel Gas geben muss und wo ich bremsen muss, sondern muss das Ziel festlegen, muss das Medium festlegen und aber am Ende mich darauf verlassen, dass ich zur richtigen Zeit schon das Richtige tun werde. Natürlich, aber wir wissen doch nichts. Wir kennen Optionen, wir kennen Entscheidungsfenster, wir kennen die Entdeckungsprozesse. Und das kann man transparent machen. Was die ungute politische Implikation ist, wir werden eine neue Intensität an politischer Planung brauchen. Im Bereich von Infrastruktur zum Beispiel. Das ist eine unbequeme Debatte. Überregionaler, übergeordneter Planung von Zielen bis zur Infrastruktur. Das ist aber eine sehr unbequeme Debatte für unser System, gerade wenn man es mit Transparenz verbindet. Ein Nachfragen eines der beiden Vorsitzenden. Beeindruckt einen ja selbst und wird mal im Zweifel danach gefragt. Das geht jetzt auf einmal so schnell, war bei Herrn Hüther auch wieder. Wissen Sie, Frau Müller hatte vorhin gerade gesagt, das könnte man eigentlich nur vergleichen mit dem Prozess der Deutschen Einheit. Mhm. Da gab es auch genug Leute, die gesagt haben, da brauchen wir mehr Zeit, das kann nicht mehr. Gibt es nicht manchmal so etwas wie das Momentum? Wenn du das machst, du denn nicht? Und gibt es nicht so etwas, dass das Momentum jetzt erst kommt, auch daraus entstanden ist,
dass man vorher die Unsicherheit gehabt hat, dass man nicht genau wusste, wo geht's denn hin. Ist das also nicht das Bild dessen, der mit dem Fuß auf dem Schlauch im Garten steht und sich wundert, dass vorne kein Wasser rauskommt? So, Herr Töpfer, ich tue mich außerordentlich schwer. Wirklich. Also das muss ich jetzt ganz deutlich sagen. Die Energiewende mit der Deutschen Wiedervereinigung auf eine Dimension zurück. Nein, das ist auch, da habe ich auch so Frau Müller nicht verstanden, dass sie das so gesagt hat. Das muss eine Fehlinterpretation ihrerseits sein. Das kann man nicht vergleichen. Wir haben jetzt Optionen. Aber ich glaube, das ist nein, ich glaube, der Punkt ist nur, weil wir, das ist ja der Unterschied zum Beispiel. Nein, aber wir müssen doch auch mal beschreiben, wie es denn geht. Und niemand bestreitet doch, dass diese Energiewende ansteht. Die Richtung ist doch definiert. Niemand will irgendwo neue Kernkräfte. Es geht um die Frage der Reststrommengen. Die Frage ist, wie sind der Ersatz zu organisieren? Welche Bedeutung haben Gaskraftwerke? Welche Bedeutung haben Kohlekraftwerke mit CCS-Technik? Wie kriegen wir den Infrastrukturausbau? Also die Fragen sind doch eigentlich, dafür müssen wir Antworten definieren. Das hat doch nichts zu tun. Da ist doch niemand dagegen. Nur das muss abgearbeitet werden. Okay, Herr Hüther, genau an der Stelle sind wir ja, diese Fragen abzuarbeiten. Und dazu wird Herr Hacker jetzt mit einer Frage beitragen. Ja, an Herrn Giesbert. Ich wollte Sie noch mal fragen. Sie hatten ja eindrücklich auch die Situation geschildert an Ihrem Standort. Und Frau Müller hat gesagt, wir brauchen Fachleute. Wie sehen Sie die Situation? Ich meine, es wird ja irgendwann, wir wissen das Datum nicht, aber in absehbarer Zeit, die Kernkraftwerke nicht mehr geben. Das dauert lange, bis sie abgebaut sind. Das hatten wir auch gehört heute. Aber was würden Sie sich wünschen für Ihre Beschäftigten und für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für die Sie ja Verantwortung tragen? Was würde ich mir wünschen? Ich glaube nicht, dass wir im Wunschkonzert sind, aber ich schließe mich gerne den Wünschen an, die in der Vordiskussion gebracht worden sind. Und lassen Sie mich bitte mal auf den Punkt kommen. Das, was bis jetzt diskutiert worden ist, ist immer das, dass das Geld anderer wir hier ausgeben. Und zwar für verschiedene Dinge. Und das Geld muss irgendwo erwirtschaftet werden. Und ich mache es mal ein ganz einfaches Beispiel. Als ich Anfang 2000 zu Hause für meine Familie, meine vier Kinder, überlegt habe, das Haus zu sanieren und auszubauen, dann haben wir uns eine Anlage aufs Dach gesetzt, um Warmwasser zu produzieren. Dann ist aber auch klar gewesen, dass das Geld, was dafür ausgegeben wird, und das war nicht unerheblich, weil damals es teurer war, die Förderungen waren ganz anders, dass das an einer anderen Ecke fehlt. Und wenn man über alles das vieles hier diskutiert, und dann muss man irgendwo auch sich die Frage stellen, und das ist auch, denke ich, Aufgabe einer Ethikkommission, zu fragen, wenn alles das, was wir uns wünschen und was wir an Experimentierfeldern uns vorstellen können, das muss letztendlich irgendwo gezahlt werden. Und ich sehe mich da schon als ein Stück Anwalt der Beschäftigten, die dann sagen, von dem Netto, was denn da ist, geht das Brutto ab für das, was dann die Politik von jedem Einzelnen verlangt, zukünftig zu tun. Ich komme jetzt gerne auf Ihre Frage zurück. Es ist natürlich so, wenn irgendwann die Entscheidung getroffen werden sollte oder es kommt, dass der Ausstieg da ist, dann ist immer die spannende Frage, dann weiß ich immer noch nicht, was mit meiner Mannschaft passiert. Und zwar nicht in Biblis, sondern ich kann auch für die anderen Standorte reden, weil wir haben Genehmigungen. Und solange die Genehmigungen nicht auf eine Änderung für einen Rückbau oder eine Stilllegung geändert sind durch die Aufsichtsbehörden, passiert erst mal gar nichts. Das ist ein Problem. Wichtig wäre eigentlich aus heutiger Sicht, wenn sich unsere Gesellschaft im Gegensatz zu ganz wenigen Ländern in Europa sich für den Ausstieg aus der Kernenergie entscheidet, dann muss ich als Arbeitnehmervertreter fordern, dann müssen wir sofort in den Rückbau einsteigen. Ansonsten wird es keine Arbeit geben. Und ansonsten wird auch das ganze Fachwissen, was da ist, verloren sein. Das muss eigentlich die Politik dann leisten. Die spannende Frage ist, möchte sie denn das? Ist das überhaupt das Ziel? Oder wollen wir einfach nur, wie ich jetzt da höre, wenn wir die Kernenergie mal abgewickelt haben, da haben wir das Problem gelöst. Da möchte ich einflechten, also wenn ich so in der Vergangenheit die Presse verfolgt habe, dann erkenne ich doch eins, haben wir die Kernenergie abgewickelt, gehen wir an die Braunkohle. Und wenn ich meine Kollegen der Braunkohle erlebe, Ost wie West, da erlebe ich ja was ganz anderes. Da laufen doch jetzt schon die Diskussionen genauso los, auch die Braunkohle brauchen wir nicht. Und ich bin Sprecher des Wirtschaftsausschusses bei Power und im Konzern. Und glauben Sie mir, bei uns fängt man an, darüber nachzudenken, aufgrund der Einsatzzeiten der Kraftwerke, was ist denn wirtschaftlich? Und wenn die ganzen Szenarien kommen, und da haben Sie, Frau Müller, vorhin ja darauf hingewiesen, wenn Kraftwerke immer weniger abgefragt werden, aber da sein müssen, die Mannschaften bezahlt werden müssen, da ist ja irgendwann die spannende Frage, kann sich das ein Unternehmen noch leisten? Und als Betriebsrat muss ich eins sagen, Unternehmen, egal wie sie heißen, ob es ein Handwerksunternehmen ist oder ein mittelständiges Unternehmen, was familiär geführt ist, ist keine Sozialeinrichtung. Sondern wenn keine Gewinne hereinkommen, dann können auch keine Arbeitnehmer gezahlt werden. Also
klare erste Botschaft. Also wenn es zu solch einer Aussage käme, dann muss ich als Arbeitnehmer sagen, dann müssen wir, so wie die Anlagen stillgelegt werden, von der Politik verlangen, dass wir aus Sicht des Know-hows, das da ist, und der Arbeitnehmer und der Beschäftigung sofort mit dem Rückbau beginnen. Im Rahmen der technischen Möglichkeiten. Denn wir haben ja heute Mittag gehört, dass das also nicht von jetzt auf... Also die technischen Möglichkeiten, das wissen wir, wenn wir nach Isar gehen, da gab es früher mal ein Kraftwerk Oho, da gibt es nur noch eine Gedenktafel. Wenn ich nach Karl gehe, da gab es mal diesen Forschungs... Name fällt mir jetzt... Nein, bitte? In Karl. Versuch VHK Karl, danke, da ist zurückgebaut. Wenn ich mir die anderen Standorte angucke, das wird gemacht. Das heißt, wenn wir es gesellschaftspolitisch wollen, dann können wir es tun. Aber die spannende Frage ist, wollen wir das Ganze? Und dann ist die spannende Frage, dann brauchen wir die Genehmigungen der Politik, der Genehmigungsbehörden. Und da ist die spannende Frage, bekommen wir dann die Genehmigungen? Und wenn ich mir die Kollegin Mühlheim-Kählisch anschaue, die waren schon lange auf Genehmigungen, weil sie nicht rüberkommen. Und wenn keine Genehmigungen rüberkommen, dann sind von 400 Mitarbeitern aktuell 80 da und die werden demnächst auf 20 reduziert. Das heißt, wenn wir dann einsteigen, dann haben wir keine Mitarbeiter mehr vor Ort, dann wird das EU-weit ausgeschrieben. Dann reden wir nicht über Firmen, die irgendwo ortsansässig sind, sondern bei den Größenordnungen ist das per Gesetz so vorgegeben. Und dann kommen gegebenenfalls Gesellschaften aus Portugal, ich habe nichts gegen die Arbeitnehmer, die wollen auch ihr Geld verdienen, wollen auch eine Perspektive haben, aber wir werden es in Deutschland nicht haben. Und da komme ich zum letzten Punkt zurück. Auch ich habe 4 Kinder. Meine Älteste ist jetzt gerade fertig oder wird demnächst fertig mit ihrer Ausbildung. Wo haben denn die zukünftig noch Arbeitsplätze? Und wenn ich das alles höre, dass wir nur noch über Ingenieursphilosophie nachdenken, weil bestimmte Dinge in Deutschland, weil das jeder kann, dann in Deutschland nicht mehr machbar ist, dann funktionieren noch 2 Elemente. Das eine ist Rationalisierung. Das andere ist Kostendruck. Rationalisierung heißt weniger Personal, Kostendruck heißt Absenkung der Lohnniveaus etc. etc. Und wenn ich mir angucke, wir sind alle tarifgebunden und über die wir alle reden, regenerativen, da gibt es keine Tarifbindung. Ich würde mir es wünschen, dass die sowohl in IGBC oder bei Verdi organisiert werden. Da hätten wir andere Standards, da hätten wir höhere Löhne, da hätten wir mehr Beiträge in die Rentenkassen, da hätten wir mehr Steueraufkommen, da könnten wir auch das eine oder andere mehr erlauben. Das ist doch die spannende Frage, die hier irgendwo so ein bisschen am Tisch verloren gegangen ist. Das ist doch auch Job und Aufgabe und das ist auch Job und Aufgabe der Politik, sich darum zu kümmern und dann am Schluss nicht zu sagen, wir haben da eine Idee und die funktioniert auch wunderbar gut und da können sich einige sehr gut drin austoben, aber die Mitarbeiter und die Menschen, die in Deutschland leben, die hier ihre Heimat haben, die haben ein Stück weit vergessen. Die Franzosen, die Italiener, die Spanier, die Portugiesen vergessen nicht ihre Leute, sondern die kümmern sich darum, haben sie Arbeit im eigenen Land. Aber man muss ja ehrlicherweise sagen, dass gerade nach dieser Finanzkrise gerade unsere Ökonomie in Deutschland wesentlich besser dasteht als die meisten, die Sie gerade genannt haben. Also und deswegen, weil wir noch gehörig Produktion im Land haben, dass in welchen Branchen auch immer. Also das muss man, glaube ich, dann gerechterweise sagen. Ich nehme jetzt mal das, was Sie gesagt haben, als Plädoyer für schnelle und konsequente Entscheidung. Das war, glaube ich, die Quintessenz. Ich würde ganz gerne die Rednerliste noch abarbeiten. Frau Reisch wäre die Nächste. Und für die zweite Runde, Reinhard, dann dich. Frau Reisch. Ja, also Thema politisch wurde viel Vertrauen bereits verspielt. Der absolute Vertrauensgau wäre ja, wenn tatsächlich, und das war auch eine Ihrer Einstiegsfragen, Kernenergie importiert werden würde. Sie haben, Herr Mattes, uns gezeigt, dass das nicht der Fall ist und dass Sie das auch nachweisen können. In unseren unterschiedlichen Diskussionen gab es aber auch andere Standpunkte. Also was ist hier Fakt? Ich bin hier insofern Konsument, der ja hier auch zwischen medial leicht zu verängstigend bis zu informiert und souverän dargestellt wird. Was sollen die Leute glauben und wie können sie es beweisen? Ja, für solche Sachen braucht man Fact-Finding und wir können das ganz eindeutig zeigen. Wir sehen 2 Dinge. Aus Hochspannungsleitungen, die von Frankreich über die Grenze kommen, haben wir leicht erhöhte Importe nach Deutschland. Wir wissen aber auch, was die französischen Kernkraftwerke an Strom produzieren, weil auch dort gibt es Transparenzdaten. Und was wir eindeutig sehen, ist, dass wir zwar über Freileitungen von Frankreich nach Deutschland importieren, aber
dass die Produktion in den französischen Kernkraftwerken nicht gestiegen, sondern sogar gesunken ist. Sozusagen, das ist ein hartes Datum. Zweitens, wir haben gesehen, dass die CO2-Preise an den europäischen Märkten sich bewegt haben, nach oben gegangen sind. Wenn deutscher Kernkraftstrom jetzt in den letzten Monaten durch französischen Kernkraftstrom oder tschechischen substituiert worden wäre, hätten wir keine CO2-Preissignale an den Märkten gesehen. Das ist völlig klar. Und das Dritte ist, wenn Sie sich die Grenzkosten und die Marktbildungsprozesse angucken, dann ist derjenige Kernkraftstrom, der hierher kommen konnte, der war schon da. Da haben sich die Bedingungen nicht verändert. Also ich glaube, gerade bei solchen Sachen, wo man eindeutige Fakten nebeneinander legen kann, das gilt übrigens auch für Millionen Tonnen Beträge hier sind, bei CO2, hier sind dort auch große Zahlen genommen, die kann man eindeutig und abgeklärt klären. Und da gibt es auch keinen Interpretationsspielraum. Was wir nur im Moment sehen, ist, dass wir in einer Stimmungsphase sind. Also ich bin ein großer Vertreter und ein großer Sammler von Daten, um alles nebeneinander zu legen. Und wir betreiben solche Modelle, wir können das auch gut zeigen. Und dann soll man es machen, was wir brauchen. Deswegen war das vorhin mein Punkt mit dem Clearing. Lassen Sie uns doch einfach bei den kritischen Punkten, die in der Stimmung eine ganz große Rolle spielen, auch in Ihrer Kommission, lassen Sie uns doch da einfach die Daten nebeneinander legen, lassen Sie uns die Indizien nebeneinander legen und dann sehen wir sehr klar, an welchen Stellen es Fakten gibt, die man gar nicht unterschiedlich interpretieren kann, an welchen Stellen, das gilt alle für Modellierung in die Zukunft, hängt es denn an welchen Ausgangsannahmen und dann ist ein großer Teil der Debatten abgeklärt. Herr Mattes, dieser Punkt, ob wir Atomstrom aus Frankreich importieren oder nicht, hängt das auch an diesem Begriff Merit Order? Das ist sozusagen eine Konsequenz. Sozusagen Kernkraftstrom ist an einer bestimmten Position in der Merit Order, also es ist deutlich billiger. Was ist das? Könnten Sie Merit das kurz Order ist die Abrufreihenfolge der Kraftwerke. Die Frage ist, es wird was verbraucht und es wird ein Kraftwerk benötigt. Dann wird als erstes das Kraftwerk abgerufen, was die geringsten Betriebskosten hat. Das sind heute sozusagen im System Windkraftwerke etc. Das nächste sind Kernkraftwerke, danach kommen Braunkohlenkraftwerke, danach kommen Steinkohlenkraftwerke, danach kommen Erdgaskraftwerke. Also das heißt, es geht so eine Kurve nach oben, in welcher Reihenfolge Kraftwerke nachgefragt werden. Wenn dort vorne Kernkraftwerke rausgehen und man sagt, da kommen jetzt aus dem Ausland Kernkraftwerke dazu, stellt sich die Frage, warum sind sie denn vorher nicht da gewesen, wo sie ja auch vorher schon billiger waren als Braunkohlenkraftwerke? Dann scheint es also offensichtlich Infrastrukturrestriktionen etc. zu geben, dass dieser Strom nicht herkommen kann. Das heißt, höhere Nachfrage wird auf einer höheren Ebene gedeckt. Das heißt, das sind Kraftwerke, die dann zugeschaltet werden, genau, und das sind dann eben nicht die mit den niedrigeren. Wir können das sogar nachweisen über Modellierung, okay, wo dieser Strom aus den französischen Leitungen herkommt. Das ist nämlich aus Benelux, das sind Gaskraftwerke, Kohlekraftwerke, insbesondere aus den Niederlanden, wo es erhebliche Überkapazitäten gibt, die über den Umweg sozusagen hier reinkommen. Aber das sind alles Fragen, die kann man in aller Ruhe, okay, und sachlich klären und da muss also man nicht auf Stimmung. Faktencheck ist an der Stelle, man würde bei hart, aber fair würde man sagen, Faktencheck machen wir dann später. Ja. Okay. Beitragen zu Herr Hirche. Herr Hüther hat vorhin den interessanten Satz gesagt, die deutsche Lösung geht nur als Energiewende, wenn Deutschland zunächst allein vorangeht. Das ist ja eine interessante Diskussion, ob man eigentlich im eigenen Lande mehr Akzeptanz kriegt, wenn man das im europäischen Konzert macht, oder ob dieser Satz stimmt überhaupt. Könnten Sie das vielleicht noch mal ein bisschen mehr begründen? Denn dahinter steckt ja für uns auch aus früheren Diskussionen die Frage, ob wir mit dem Ergebnis nachher, was wir hier haben, oder die Bundesregierung bitten, so umzugehen, dass sie in die EU geht und die anderen auch überzeugt, diesen Weg zu machen. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, wäre das sozusagen kontraproduktiv, wenn die Bundesregierung das tun würde. Das ist für mich noch nicht so ganz nachvollziehbar. Wenn Sie das vielleicht mal in diesen europäischen Kontext einordnen könnten. Denn eigentlich wollen wir das ja als Modellprojekt und nicht als Sonderweg. Ja, will ich gerne ergänzen. Erster Hinweis, es war ja schon so, dass im Energiekonzept der Bundesregierung vom letzten Herbst unterstellt war, dass ab Mitte des Jahrzehnts ein Teil des für Deutschland zu erwartenden Strombedarfs durch Importe gedeckt wird. Das heißt, schon die bisherige Grundlage der noch
jetzt mal lassen wir Moratorium mal beiseite, der noch gültigen gesetzlichen Regelung sah vor, dass wir eine von unserer eigenen Planung her in dieses Jahrzehnt und darüber hinaus so reingehen, dass wir auch auf Stromimporte angewiesen sind. Das war explizit in dem Regierungskonzept so vorgesehen. Wenn wir jetzt mal gleichzeitig uns den Umstieg vorstellten, muss man einfach ja davon ausgehen, dass wir, wenn wir in Frankreich 80%, knapp 80% der Stromproduktion aus Kernkraft haben, einfach eine völlig andere Fahrtabhängigkeit haben. Die Ausgangssituation ist eine völlig andere. Und wir können im Übrigen auch sehen, ich sage jetzt gar nichts, wo die herkommen, aber es ist so, in den Jahren zuvor waren wir Nettoexporteur von Strom. Das ist richtig. Das ist vor allen Dingen geschuldet der Tatsache, dass aus den erneuerbaren Energien Schwankungen im Grunde auch zur Netzstabilisierung quasi ins Ausland gegeben werden mussten. Ab Mitte März sind wir aber Nettoimporteur, seit dem Zeitpunkt des Moratoriums. Auch das ist von den Daten her beschrieben. Ich sage damit nicht, was das für Strom ist, sondern wir sind Nettoimporteur. Das heißt also, die Frage ist, wie organisieren wir überhaupt diese europäische Energiepolitik? Und das ist auch im Grunde etwas, was ja nicht erkennbar ist. Wir haben keine wirklich europäische Energiepolitik. Es ist eine unverändert national geregelt. Es gibt europäische Orientierungen. Wir müssten sonst längst in einer europäischen Netzinfrastrukturdebatte sein, die wir nicht haben. Natürlich sind unsere Interessenlagen andere. Wenn wir sagen, das steht ja auch implizit dahinter, wir importieren dann beispielsweise Strom, also Windkraft auch aus dem Norden, nicht nur aus unseren eigenen Anlagen, haben wir ein Interesse an einer Netzinfrastruktur, so wie in Frankreich beispielsweise nicht hat, wenn die sagen, Autarkie ist für uns das oberste Thema. Also wir werden in der europäischen Diskussion überhaupt erst noch eine Energieperspektive zu entwickeln haben. Da sind wir noch lange nicht so weit. Und das ist aber aus meiner Sicht eine zentrale Herausforderung. Herr Mattes hat vorhin zu Recht gesagt, die ganzen Infrastrukturthemen sind Steuerungsthemen, aber die enden nicht an der deutschen Grenze. Also sind hier Abhängigkeiten vorhanden. Und deswegen, glaube ich, muss man einfach sehen, wir können nicht uns vorstellen, dass aufgrund dieser unterschiedlichen Fahrtabhängigkeiten parallel dieser Weg so ohne weiteres beschrieben werden kann. 80% ersetzen müssen. Ist einfach eine völlig andere Ausgangslage. Gut. Naja, und die Frage ist natürlich, ob man mit einem Modell des Verzichtes oder mit einem Modell des Erfolges in die Welt geht. Ne? Das ist doch das ist der Punkt. Herr von Donani. Vermute ich richtig, dass ein großer Teil des Vorsprungs, den Freiburg sich hier erarbeitet hat, daraus resultiert, dass es eine hohe Identifikation der Bürgerinnen und Bürger mit der Stadt Freiburg gibt. Und schließt man daraus richtig, wenn man sagt, dass wenn wir vorankommen wollen mit dem ganzen Projekt, es gut wäre, wir würden die Kommunen in dieser Frage stärken, ein hohes Maß von Dezentralisation herstellen und den Wettbewerb zwischen Kommunen durch Transparenz, was die eine Kommune erreicht und die andere nicht, vorantreiben. Also ist diese Frage, ist das wirklich auf der Ebene der Nation am besten zu hantieren oder muss man nicht eine starke Dezentralisation haben, um diese Identifikation zu haben, wir machen das und wir machen das gut und nur guck mal, wie die anderen das machen und wir kommen da voran. Was ist daran richtig oder was ist daran falsch? Kurze Antwort bitte. Oh je. Danke. Danke. Es gibt, und das hat... Das ist der Mythos. Der Mythos, warum es in Deutschland eine Umweltbewegung gibt, das geht immer wieder auf Wiel zurück. Wiel war das Atomkraftwerk, das einzige, was durch den Protest der Bevölkerung da nicht gebaut wurde. Ministerpräsident Hans Filbinger hat damals gesagt, wenn das nicht gebaut wird, gehen die Lichter aus. Lothar Späth musste dann Jahre später sagen, es ist politisch nicht durchsetzbar, ähnlich wie Ernst Albrecht damals in Niedersachsen später auch irgendwann gesagt hat, es ist politisch nicht durchsetzbar. Und seitdem laufen die Uhren anders. Ich kann jetzt noch Dönikes erzählen, aber Sie werden dann verstehen, worum es geht. Vor 7 Jahren hatten wir auch eine Debatte um Fessenheim, 20 Kilometer von Freiburg weg, auf französischer Seite, direkt am Rhein gelegen. Alle Gemeinden in Südbaden, kleine Gemeinden, in der Regel CDU regiert, haben damals Resolutionen gemacht zur Abschaltung von Fessenheim. Ich war 10 Jahre Landtagsabgeordneter in der Opposition. Mein Glaube an die Macht von Resolutionen ist mehr als begrenzt. Aus dem Rat der Stadt Freiburg kam dann der Wunsch, man möge auch eine Resolution machen. Wir haben die dann eingebracht mit dem Wunsch, Fessenheim möge abgeschaltet werden. Dann gab es einen Änderungsantrag im Jahr 2004. Der Änderungsantrag hieß, man möge in den Beschlusstext das Wort sofortig einfügen. Der Antrag kam nicht von den Grünen, der kam von der CDU, hat aber dann die einstimmige Mehrheit des Hauses gefunden. Was ich damit sagen will, ist, in Südbaden, da ticken die Uhren anders. Als Stefan Mappus letztes Jahr gesagt hat, er auf Herrn Röttgen losgegangen ist und die Laufzeitverlängerung wollte, hat er auf
CDU-Bezirksparteitagen ist er ausgepfiffen worden. Das heißt, es gibt eine hohe Identifikation mit der Raumschaft, nicht mit der Regierung der Stadt Freiburg und nicht mit der Stadt Freiburg, sondern mit der Raumschaft, die ticken anders. Also, aber die Identifikation ist da. Aber das hat mit Parteipolitik erstmal nicht viel zu tun. Voranzukommen, eine Identifikation mit der Raumschaft, dass wir keinen Atomstrom wollen. Punkt. Dankeschön. Wir haben jetzt noch 8 Minuten und ich habe 4 Wortmeldungen noch. Herr Beck, Herr Renn, Herr Hüttel und Frau Schreuers. Halbe Minute Frage, 1 Minute Antwort, dann würden wir hinkommen. Herr Beck. Meine Frage ist zum Schluss eigentlich schon erwähnt worden. Die betrifft aber die Diskussion, die wir insgesamt an dem Tag hatten. Wenn von Europa die Rede ist, dann gibt also auf der einen Seite wissen wir, dass wir nicht mehr nationale oder regionale Lösungen, sondern eben transnationale, europäische oder weltweite Lösungen brauchen. Auf der anderen Seite konzentrieren wir uns immer wieder auf unser Feld, auf die nationale oder regionale Ebene. Und wenn von Europa die Rede ist, dann eigentlich immer als Mangel oder als Widerstand. Und ich glaube, das gibt dem Thema nicht das Recht, das es eigentlich hat. Und im Grunde genommen ist ja auch Deutschland und Europa gar nicht zu trennen. Wir sind ja sozusagen beides zugleich. Das ist die Besonderheit. Gibt es Ansätze, ich weiß nicht, an wen ich diese Frage richten soll, also teilweise an Herrn Hübner wahrscheinlich, auch einer positiven Rolle von Europa, gerade in der Fortsetzung der Politik, die auf regionaler und nationaler Ebene nicht möglich ist und die wiederum ihrerseits natürlich auch ein Stimulus sein könnte für die europäische Diskussion, die bisher ja sehr fragmentiert ist. 1 Minute. Ja, also ich denke, dass auch aus dieser Diskussion und durch die Anregung dessen, was in Japan passiert ist, eine europäische Debatte in Gang gekommen ist. Die Europäische Kommission hat sich des Themas anders angenommen. Der europäische Stresstest ist ja schon eine gemeinsame europäische Beschlusslage für einen bestimmten Vorgang im Bereich der Energieproduktion. Daran kann etwas liegen, aber das setzt auch voraus, dass wir dann auch in Deutschland auch ernst nehmen, was aus Europa kommt. Also wir können nicht auf Europa hoffen, aber das, was Europa gemacht hat, dann ignorieren, weil wir unseren Zeitplan aus anderen Gründen definiert haben und schon einen Beschluss gefasst haben, bevor der Stresstest erst zum Ergebnis gekommen ist. Das könnte dann aber auch eine Botschaft aus einer solchen Diskussion sein, dass man diesen europäischen, in Gang gekommenen Prozess versucht, dadurch zu stabilisieren, dass man ihn auch annimmt. Und das ist im Augenblick nicht erkennbar. Aber da liegt eine Chance. Ich sehe es wie Sie. Wir müssen es positiv wenden. Und da liegt eine Chance in der Debatte. Dankeschön, Herr Hüther. Herr Renn. Ich hätte noch eine Frage an Herrn Mattis, an Sie. Sie hatten eben gesprochen von der politischen Planung, dass sie notwendig sei, dass man ein Ziel haben muss und dass man dann versucht, dieses möglichst stringent zu erreichen. Ich bin da nicht so ganz sicher, inwieweit die Transparenz tatsächlich zu mehr Konsens führt. Die kann auch zu mehr Unsicherheit führen. Trotzdem bin ich für Transparenz. Aber gerade unter diesem Aspekt der größeren Unsicherheit, auch künftiger Gestaltung, welche Politikinstrumente sind in Ihrer Ansicht nach notwendig, damit dieses Ziel erreicht werden kann? Ist das mehr Ordnungspolitik, mehr Anreize? Setzen Sie mehr auf Information? Also der Staat kann ja nicht beliebig Dinge vorschreiben. Er muss ja im Prinzip innerhalb des legalen Rahmens bleiben und er möchte das ja auch in der freiheitlichen Demokratie nicht alleine nur mit Vorschriften machen. Was wäre der richtige Einsatz oder Mix von Politikinstrumenten, um diesen Wandel, den Sie ja hier auch deutlich vertreten haben, dann auch, ich sag mal, demokratieverträglich umzusetzen? Also die 10 Sekunden, ich habe gerade darüber eine relativ umfangreiche Studie geschrieben. Wir brauchen ein Bekenntnis zum Policy Mix. Der besteht essentiell sozusagen aus vielen Elementen, aber 3 Elemente halte ich für ganz zentral. Nummer 1 ist Bepreisung, Internalisierung von externen Effekten ist eine zentrale Voraussetzung. Mein Glauben in die Konsumentensouveränität ist begrenzt. Sozusagen, wir brauchen diese ganz klaren Preissignale. Wir wissen aber auch, dass es zumindest in 2 Bereichen Preissignale nicht richtig wirken. Nämlich da, wo Preissignale gehemmt sind, bei der Energieeffizienz und so weiter, gibt es ganz viele Bereiche. Und wir wissen aber auch, dass, ich sage jetzt mal, radikale Innovationen nicht über normale Bepreisungsinstrumente zu erreichen sind, beziehungsweise dann zu erheblichen Kosten für ein Hamprecht führen. Deswegen finde ich sozusagen im Bereich der Infrastruktur der erneuerbaren Energien gibt es gute Gründe, innovationsorientierte Politiken zu machen. Das ist Förderung, das kann Ordnungsrecht sein, das kann aber auch, und das wird oft ignoriert, das kann ein verändertes Marktdesign sein.
Es ist doch völlig klar, dass die Märkte, die wir heute haben, auf denen Kilowattstunden gehandelt werden, die werden zukünftig nirgendwo Investitionen ermöglichen. Und wir müssen dieses veränderte Marktdesign entwickeln. Und die Frage, und das ist die Chance des Atomausstiegs, wollen wir nicht ein paar dieser Elemente, der Fachjargon heißt dann Kapazitätsmärkte etc., nicht auch dazu benutzen, um die paar Gaskraftwerke, die wir bis zum Jahr 2020 beim Aufstieg brauchen, in den Markt zu bringen. Also dass man wieder auch etwas vorzieht. Wie gesagt, das ist im Prinzip komplexer. Ich würde nur sagen, es gibt von vielen Star- und Chefökonomen sozusagen die Position, wir führen den Emissionshandel ein und führen den weltweit ein und flächendeckend und das löst alles. Wir brauchen eine aufgeklärte Debatte über den Policy-Mix. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt der Internalisierung, Hemmnisüberwindung und Infrastruktur und Innovation getrennt adressiert. Danke, Herr Matthes. Herr Hüttel? Für ein Mitglied in dieser Kommission ist es schwierig zu akzeptieren, dass sozusagen Beweislagen argumentiert werden. Ich kann beweisen, es wird nicht importiert und die anderen sagen, es wird importiert. Da muss man mal wirklich Transparenz schaffen. Das finde ich relativ schwierig, weil wenn es eine solche Debatte gibt um den Ausstieg, dann ist schon die Frage, ob wir Atomstrom aus anderen Regionen Europas importieren oder nicht. Das war nur eine Anmerkung. Was mich aber irritiert hat, war Ihr Hinweis, Herr Gisbert, dass es unterschiedliche soziale Standards gibt bei den Arbeitnehmern in bestimmten Bereichen. Das würde ich gerne noch mal kommentiert hören, weil das ist für eine Ethikkommission auch eine wichtige Feststellung. Ja, danke für die Frage. Ich kann jetzt nur, ich spreche klar für die Kolleginnen und Kollegen aus der Energiewirtschaft, die sind im Wesentlichen Verdi organisiert, beziehungsweise IGBCE. Der Vorsitzende sitzt hier am Tisch. Wir haben Tarifverträge und danach wird gezahlt. So, das ist kein Selbstlauf, sondern der wurde über viele Jahre errungen und er wird auch von den Arbeitnehmern stark dafür gekämpft. Alles das, was derzeit passiert, passiert außerhalb im Prinzip der Bindung durch Tarifverträge. Das heißt, alle die wachsenden Märkte, die wir haben, passieren da, wo wir eigentlich freies Kräfte der Spiele haben. So, und dann ist die spannende Frage, was passiert da? Also ich kenne keine der neuen Firmen, die tarifgebunden sind und die nur ansatzweise die Tarife zahlen, die in der Energiewirtschaft gezahlt werden. Das sind keine hohen Preise. Hier sitzt Herr Hambrecht von der BASF. Ich komme hier aus Rheinhessen, das ist ja nicht weit weg. Wenn man den Tarifvergleich, den wir haben, GWE, und den Tarifvergleich, der bei der IGBC ausgehandelt worden ist, da sind das dieselben Größenordnungen. Das heißt also, da werden keine exorbitanten Vergütungen gezahlt, sondern die sind angemessen, wie in anderen Bereichen auch. Aber das, was jetzt neu hinzuwächst, das ist außerhalb dessen, was auch bei uns Ethik und soziale Ruhe in der Vergangenheit gebracht hat, weil gewisse Standards da waren. So, und jetzt wird das Ganze immer weiter unterwandert, hat auch letztendlich damit zu tun, wenn wir immer in höheren Kostendruck reinkommen und dann wird auch in den Unternehmen überlegt, was ist noch Kerngeschäft? Und was wird neudeutsch outgesourced oder fremdvergeben? Und glauben Sie doch nicht, dass wenn ich was nach draußen fremdvergebe, dass es zu höheren Konditionen passiert, sondern das zu niedrigen. Und wenn ich das nach draußen gebe, dann ist es ja so, dass ein Unternehmer diese Aufgabe wahrnimmt. Das heißt, der Unternehmer möchte Geld verdienen und das, was beim Arbeitnehmer ankommt, muss ja zweifelsfrei niedriger sein. So, in dieser Situation sind wir drin. Das heißt nicht, dass in anderen Bereichen einfach jetzt da nicht... Ich denke, das kann man jetzt doch, das so ganz nicht stehen lassen. Na, aber Sie können sich darauf verlassen, Herr Hüttel, dass auch unsere Mitarbeiter Tarifverträge haben. Ich habe nicht gesagt, wir kommen jetzt in eine Debatte hinein, die führt ein bisschen weit, würde ich sagen. Aber man müsste es wenigstens eben wissen, oder möchte ich wissen, einfach von Herrn Hüter oder von Frau Müller, ob denn die Unternehmen, die neueren Unternehmen, nicht in dem Unternehmensverbänden. Ich denke, Herr Vassiliadis sollte vielleicht ganz kurz dazu Stellung nehmen und dann gehen wir weiter mit Frau Schreuers. Also 100% kann man natürlich nicht sagen, schwarz oder weiß, 1 oder 0. Aber tendenziell ist das, was Herr Gisbert sagt, natürlich richtig. Wir haben hohe neue Beschäftigtenzahlen bei den erneuerbaren Energien in vielen, vielen Firmen. Das ist so, das haben wir heute Morgen auch gehört. Diese Zahlen von über 300.000 Beschäftigten lassen sich aber in den Standards natürlich nicht vergleichen mit den gewachsenen Beschäftigungsverhältnissen in der Industrie.
Das ist zum Teil ein normaler Prozess, weil die erst noch wachsen. Aber wir haben auch ein strukturelles Problem. Also es ist schon so, dass wir über andere Beschäftigungsqualitäten reden, als wir sie in der Industrie kennen. Nochmal, bis zu einem gewissen Punkt ist das eine Start-up-Phase. Aber es ist ein Thema, um das sich Deutschland kümmern muss. Okay, danke. Ja. Das ist nicht vergleichbar mit der Industrie. Denn ich darf Ihnen noch mal versichern, diese Unternehmen arbeiten alle nach deutschen Rechten und Gesetzen. Und das ist geregelt. Und unsere Mitarbeiter sind genauso tarifgebunden, haben Tarifverträge und sind in anderen Gewerkschaften zum Teil auch organisiert. Vielleicht nicht in der gleichen. Aber Sie können doch nicht pauschal sagen, dass die erneuerbaren Energien nicht... sich nicht arbeitsrechtlich korrekt verhalten. Die Aussage lassen wir jetzt mal am Ende stehen. Ja, nee, stimmt nicht so. Die Aussage, also ich meine die Aussage... Also erstens rede ich nicht von... Entschuldigung, die Aussage, dass in den erneuerbaren Energien nicht generell schlechter bezahlt wird und dass sich da sozusagen eine Billigbranche entwickelt. Ich glaube, das war das, was Sie am Ende gesagt haben. Da gibt es aus meiner Sicht auch keine Indizien und das haben Sie ja auch nicht gesagt. Also wenn wir uns auf die Aussage am Ende verständigen können, dann können wir jetzt nämlich weitergehen mit Frau Schreuers. Ich glaube, die ganze Frage geht zu der Frage des Energiewandels. Und das ist keine neue Frage im Sinne, es ist eigentlich schon lange her entschieden, dass ein Energiewandel passieren soll in Deutschland. Die Frage ist eigentlich ein von, wie schnell man das in Gang setzt und was für Auswirkungen das hat an die deutsche Gesellschaft und Wirtschaft. Und meine Frage ist, da gibt vielleicht unterschiedliche Meinungen zum Thema, aber wenn wir länger warten für diesen Energiewandel, ist es nicht teurer in Langfrist für die Gesellschaft? Dass die Frage ist, wenn wir auf die nächste Generation denken, macht es nicht Sinn, eigentlich schneller einzusteigen und die Chancen an der Gesellschaft Vorreiter zu sein? Dass wir haben eigentlich gesehen, dass Deutschland ist weltweit bekannt, Vorreiter erneuerbare Energien, Energieeffizienz. Wir haben die Zahlen gesehen, Deutschland ist ein von den energieeffizienten Ländern weltweit. Macht es nicht Sinn, schneller in diese Wandel einzusteigen? Nicht zu sagen, dass da keine Kosten damit kommen. Frau Schreuer, Sie müssen jetzt noch jemanden aussuchen, ob Sie ihm eine positive oder negative Antwort haben wollen. Wer möchte kurz noch da was zu sagen? Ich lasse es offen. Herr Giesbert, Sie möchten da was zu sagen. Ich würde es gerne vielleicht so zusammenfassen. Deutschland hat sich ja in der Vergangenheit dadurch ausgezeichnet, dass wir einen ausgewogenen Energiemix hatten. Und der Energiemix alles das berücksichtigt hat, was wir in Deutschland brauchen. Das heißt zum einen das, was die Gesellschaft wünscht, regenerative immer mehr, die kommen auch immer mehr. Auf der anderen Seite diese Instrumente, Kernkraftwerke, wird zwar nicht gern gehört, aber es ist so, Braunkohlekraftwerke, 100% der Ressourcen, der Wertschöpfung ist in Deutschland. Die Steinkohle haben wir immer noch, da importieren wir und Gas, was entsprechend gesagt worden ist. Die spannende Frage ist die, wenn wir was schneller machen wollen, wissen wir, wo wir hingehen? Und die Frage ist mir auch hier in dem Kreis nicht beantwortet, sondern es gibt viele Visionen. Deswegen weiß ich nicht, ob es richtiger ist, jetzt sofort zu beginnen, sondern meine Frage ist die, ich kann erst jetzt entscheiden, die Brücke abzubauen, um das Bild von heute Morgen aufzunehmen, wenn ich weiß, dass ich auf der anderen Seite schon angekommen bin. Und wenn ich den heutigen Vormittag wahrgenommen habe im Fernsehen, wenn ich die Diskussion hier wahrgenommen habe, dann stelle ich doch fest, wir wissen zwar, wo wir hinwollen, der Weg sind wir schon noch relativ stark zerstritten. Das heißt, das wissen wir noch gar nicht, wie wir den tatsächlich gehen wollen. Und wenn wir dann wissen, wo wir dann sind, dann würde ich sagen, dann lasst uns hingehen, von hinten abbrechen, so wie wir das auch dann in der Vergangenheit gemacht haben und nicht schon anzufangen, bevor eigentlich die Brücke fertig gebaut ist auf das Ufer, das wir noch nicht kennen. Herr Giesbert, ehrlicherweise sitzt die Ethikkommission hier heute den Tag nicht zusammen, um Antworten zu produzieren und die zu kommunizieren, sondern um einen Dialog zu führen und vor allem Impulse, Standpunkte aufzunehmen. Das muss man fairerweise sagen. Frau Müller noch und dann müssen wir, glaube ich, zum Schluss kommen. Mein Co-Vorsitzender möchte dann ganz gerne noch zwei Sätze sagen und dann machen wir für diese Runde Schluss. Frau Müller. Wir müssen uns noch mal vor Augen halten, dass wir das ehrgeizigste Energiekonzept eines Industrielandes weltweit schon haben. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, wir unterstützen diese Energiewende. Ich kann das für meine Unternehmen sagen. Wir haben schon 2009 beschlossen, dass wir 2050 CO2-neutral Strom erzeugen müssen und so weiter. Aber wir weisen jetzt darauf hin, dass viele Voraussetzungen, auch politisch,
politisch noch fehlen, um das erreichen zu können. Dezentral und zentral, Bund und Länder, Regierung und Opposition müssen jetzt in einigen Punkten zusammenarbeiten, Bundesfachplanung und viele, viele andere konkrete Dinge. Sonst ist das, was wir als schnellen Wunsch haben, nicht durchsetzbar und nicht umsetzbar. Und deshalb ist, glaube ich, das Petitum aller, die jetzt hier sagen, sie sagen, wir brauchen jetzt Planungssicherheit über bestimmte Strategieschritte für die nächsten Jahre, denn sonst werden auch die investiven Kräfte nicht freigesetzt, die wir dringend brauchen, um diese Energiewende, egal in welchem Bereich, zu finanzieren. Dankeschön, Frau Müller. Klaus Töpfer. Ja, unser Problem war ja gerade herauszuarbeiten, dass diese Planungssicherheit so notwendig ist. Und die Tatsache, dass wir, das war heute Morgen mal angesprochen, noch nicht weiter sind, mag daran gelegen haben, dass wir die Planungssicherheit vorher noch nicht geschaffen hatten. Deswegen habe ich darauf noch mal aufmerksam gemacht. Und ich finde, dass ein zentraler Punkt noch hinzukommen muss. Und das ist die Frage, dass wir wieder Vertrauen in der Bevölkerung für das bekommen, was wir entscheiden. Und nicht wir entscheiden, was man entscheidet. Denn das haben wir mehrmals durchgemacht, dass entschieden worden ist. Das hat das Vertrauen der Bevölkerung nicht gehabt. Und dann sehen wir auf einmal, dass dieses nicht die Wirkung erzielen kann, die man dabei angestrebt hat. Deswegen ist das so ein Gremium mal ganz wichtig. Nicht als Anmaßung gegenüber Politik, sondern gefragt von Politik, so wie Herr Schneiderwind es auch mit angesprochen hat. Also von daher glaube ich schon, dass das Ergebnis ist, wo wir was gemacht haben, kam es von den Bürgern. Wo wir es gemacht haben, hat es sich verdichtet zu einer klaren Grundlage für Investitionen und hat dann unternehmerische Initiativen aufgelöst, die jetzt urplötzlich weltweit von großer Bedeutung sind. Das ist doch ein ganz rationaler Ablauf. Und den finde ich gut. Ich sage mir immer nur eins, du kriegst es wahrscheinlich nur hin, wenn du einen bestimmten zeitlichen Druck hast. Es gibt den schönen Satz von Tschechow, der mal gesagt hat, Knappheit ist des Talentes Schwester. In dem Moment, wo du die Knappheit nicht bringst, wirst du auch die Technik nicht produzieren. Technik im breitesten Sinne des Wortes, eben auch in der Sozialtechnik, in der Gesellschaftstechnik. Das ist der Punkt, warum ich es immer wieder sage, dass man unter engem Zeitdruck sitzt, hat Fehlerrisiken, aber hat auch die Notwendigkeit, wirklich Neues zu machen. Dies, glaube ich, sollte man noch mal zusammenfassen. Darf ich dann noch mal ein anderes Bild daneben stellen? Immer, du immer. Also dazufügen. Und Herr Giesbert wird das Bild hoffentlich mit mir teilen. Nur Dampf macht Druck und nur Druck schafft Bewegung. Das ist eine alte Ingenieursweisheit, die spätestens James Watt in die Welt gesetzt hat. Frau Müller, meine Herren, herzlichen Dank, dass Sie uns für diesen Dialog, für diese Debatte zur Verfügung gestellt, Sie sich zur Verfügung gestellt haben. Ich glaube, wir konnten mit den Teilen A und B heute Vormittag, heute Mittag mithalten, die Herausforderung annehmen. Herr Giesbert, wann immer Sie Unterstützung aus der Ethikkommission brauchen, um damit Ihre Kolleginnen und Kollegen und deren Familien diesen Anfeindungen ein bisschen den Rücken gestärkt bekommen gegen diese Anfeindung, dann bitte kommen Sie auf uns zu. Ich glaube, wir alle sehen das so. Ja, der Kommission herzlichen Dank. Es gibt jetzt eine ganz, ganz kurze Pause. 5 Minuten dürfen wir. 15 Minuten dürfen wir. Und dann treffen wir uns also spätestens um 20 vor hier wieder. Herzlichen Dank.